Ach, Reise nach Jerusalem, das ist auch cool. Reise nach Jerusalem. Nein, nein, oh Gott. Da hinten, da hinten. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Mario Party der etwas anderen Art. Denn normalerweise zocke ich ja Mario Party immer auf den Cytoxian-Servern. Die sind allerdings momentan in Wartungsarbeiten. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, früher haben wir doch Minecraft Mario Party immer auf einem anderen Server gezockt. Die IP ist einfach minecraftparty.com. Ich befinde mich gerade in der Lobby und ich finde, das ist schon sehr, sehr schön gestaltet. Wir switchen jetzt einfach mal, zack, und laufen dort vorne durch das Portal. Und da habe ich nochmal schnell aus Versehen die falsche Taste gedrückt und einen Screenshot gemacht. Kann man ja einfach mal machen. So, man wird hier rein teleportiert und dann sieht man es schon. Es sind auch komplett andere Party-Games am Stissel. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass auf diesem Server die Minispiele immer sehr, sehr schön gestaltet sind. Hier konnten wir jetzt leider nicht mitmachen, ist aber ja so eine Art. Ja, mit welchem Spiel kann man das hier vergleichen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte gerade sagen Snake, aber ja, das ist sozusagen Snake in der anderen Variante, wo man eben keine Sachen hinter sich herzieht, sondern die Sachen hinter einem verschwinden. Der macht das gerade auch schon ganz, ganz gut. Jetzt sind auch nur noch drei Spieler am Stissel. Ich hoffe mal, hier stirbt gleich einer. Oh, der hat aber da hinten noch eine riesige Fläche. Komm schon, Bro. Get down. Wir wollen zocken. Wir wollen selber hier so ein bisschen Mario Party spielen. Und es sind auch, wie gesagt, komplett andere Minigames, wie man sie zum Beispiel von Cytoxian kennt. Und ein ganz, ganz großer Unterschied ist auch, dass hier nicht sozusagen die Punkte gezählt werden und dann am Ende kommt eine komplette Runde bei raus, sondern die Minigames switchen hier die ganze Zeit. Und ich habe schon einen kleinen Fehler gemacht, wollte ich gerade sagen, aber ich habe mein Ding jetzt gar nicht drin. Hoffentlich schaffe ich das. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, so. Ohrstöpsel reingemacht. Und hier ploppen eben die ganzen Sachen so ein bisschen weg. Lol, Paluten. Hallo. Guten Tag, Marmaster. Und ich habe hier auch gerade, ich weiß gar nicht warum, höre ich gerade gar keinen Sound. Das ist natürlich, oh, die stellen sich hier natürlich alle auf die Sachen. Man muss im Grunde genommen nur auf den weißen Plattformen bleiben. Das klingt im ersten Moment noch ganz einfach, aber ihr werdet gleich sehen, dass es gar nicht so einfach ist im Laufe der Zeit. So, komm schon. Mal so ein bisschen platzieren. Kurzer Switch. So, warte mal, ich glaube, ich laufe lieber mal. Oh, wir sollten vielleicht nicht immer so auf die anderen Flächen drauf. Ne, komm. Ja. Oh, nein, oh, no, what? Ich wurde zurückgebackt. Alter Schwede, okay, der ist schon unten. Piedesel, weiße Fläche suchen. Da ist noch eine weiße Fläche. Oh, oh, das war dumm, das war, oh Gott. Mehr, nein, und dann fallen wir auch runter. Und wir sind zumindest Zweiter geworden vor Marmaster, der uns scheinbar kennt. Ah, na gut. Oh, das kennt man so in der Art auch von den Cytoxian-Servern. Und, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Mario Party zuerst da war. Oh, jetzt haben wir auch ein bisschen Sound hier. Das. What? Und ich wurde zurückgesetzt. Komm schon. Nein, nein, nein. Wenigstens dritter Platz. Komm schon. Der andere ist aber ein Ticken weiter. Komm, 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 komm. Piedesel, wenigstens dritter. Jawohl, dritter Platz. Wir sind auch nicht so viele gerade in-game. Weil das ist eigentlich ein amerikanischer Server. Was ist hier? Achso, Hot TNT. Pass the ignited TNT by hitting other players. Ah, das kennen wir doch. Ich sag nur Hot Potato. War das Hot Potato? Ich glaube schon. Okay, der eine stellt sich da schon in die Ecke. Das ist, glaube ich, nicht so der beste Plan. Nein, 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 nein. Hitte mich nicht, hitte mich nicht, hitte mich. Nein! Und ich bin einfach in die Luft geflogen. Du Hund, in der letzten Sekunde. Und dann fliege ich auch noch da in die Luft. Ist ein sehr, sehr schönes Game. Aber erst richtig spannend. Okay, Boots ist er einfach weggeflogen. Und auch wieder gestalterisch ist es einfach ziemlich schmackotastisch. Und ich wollte euch den Server auch einfach mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Denn viele sind ja immer auf der Suche nach ein bisschen Abwechslung, was Minecraft angeht. Der Gommes-Server ist zwar schmackhaft und Bed Wars macht auch immer sehr, sehr viel Spaß. Aber man kann ja auch mal was Neues ausprobieren. Oh, Mine for Diamonds. Okay. Achso, warte mal. Hier schnell gleich runter. Okay, wann geht's los? Oh, oh, jetzt müssen wir im Grunde uns nur runtergraben und dann immer die Diamanten snacken. Na komm, oh, haben wir das falsch ausgewählt. Muss ich nochmal ein bisschen reinkommen, immer den Switch machen. Zack, 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 zack. Und nicht zu tief graben. Da ist noch ein Diamant, zack, meiner. Und komm, komm, komm. Und dann werden wir hier so ein bisschen zurückgebackt. Oh, da ist ein Gegner. Zack, mein Diamond. Normalerweise gab es hier auch immer Emeralds. Nee, 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 das ist meiner, Bro. Zack, 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 zack. Da ist noch einer. Wie viele Sekunden haben wir noch? 17 Stück. Also 17 Sekunden. Oh, ein Emerald, der gibt immer mehr Coins. Also mehr. Oh, davon ist noch ein Dia. Komm schon, gib ihn hier.
Was haben wir hier unten noch da vorne? Oh, da ist direkt noch einer. Komm. Nein, falsche Taste. Ich konzentrieren. Komm. Snack dich durch. Dritter? Wie viele hatte ich? Oh, der eine hatte 21. Ich dachte eigentlich, ich wäre ganz Tutti Frutti drauf gewesen. Hier auch wieder ein Game, was man kennt, bloß in einer abgewandelten Form. Find, das hier gefällt mir zum Beispiel wesentlich besser. Paluten-Check, Marmaster auf YouTube. Oh, blau. Okay, alles easy. Schön, dass er Werbung für sich macht. Kleine Subs. Bro, sowas bringt dir doch gar nichts. 1290 Subs. Deine Abonnentenzahl ist mir doch völlig Banane. Also, entweder machst du guten Content oder nicht. Das ist einfach so. So, Orange. Oh Gott. Okay. Das Gute ist, dadurch, dass wir so wenige sind, haben wir größere Chancen, hier zu gewinnen. Ah, stimmt. Warte, MC Expert hatte immer die Taktik genommen. Mit dem haben wir das früher auch immer gespielt. So, komm schon. Cyan. Weil jetzt wird es langsam ein bisschen spannend hier. Oh, Purple. Muss man sich. Oh, der eine ist gerade runtergefallen. Orange. Okay, ist direkt dran. Perfekt. Green. Oh, Alter. Das war knapp. Schwarz ist direkt neben. Das schafft er nicht. What? Ich wollte schon gerade sagen. Hä? Was ist er denn für einer? Er ist free. Nein! Oh, dann falle ich runter und er gewinnt. Will er mich verkackeiern? Das, der Rick jetzt cheatet. Oder was war da los? Das muss doch... Ja, genau, Lag. Ist klar. Also ich will ihn jetzt auch nicht vorverurteilen. Aber das klang schon so ein bisschen nach Cheater. Ach, Reise nach Jerusalem. Das ist auch cool. Okay, Reise nach Jerusalem. Nein, oh Gott. Da hinten. Huh. Ja. Zack. So. Gleich, wenn die Musik wieder aufhört. Oh, nein, da sitzt er drin. Da hinten. Das finde ich ist ein richtig, richtig cooles Game. Reise nach Jerusalem. Macht echt Spaß. Okay, hier vorne. Tipp. Oh, hä? Nein! Oh. Oh, ich habe verloren. Ja, wenigstens zweiter Platz. Da hätten wir beinahe geschafft. Aber dieser Marmaster ist gar nicht so schlecht. Oh, hier ist das Spiel, welches wir boykottieren. Denn es gab mal eine Folge. Dida ist hier gestorben. Hier spawnen nämlich gleich Hühner und Rinder. Und es gibt eine Folge, weil wir wollen... Das ist Barbarei, Leute. Da standen wir nämlich an so einem Typ und wir haben den Dida genannt. Und dann hat er ihn einfach weggenutzt. So war das. Und seitdem boykottieren wir dieses Spiel. Diese Barbarei machen wir nicht mit. Da machen wir einen, wie Simon sagen würde, einen auf Öko. Wir werden hier keine Tiere töten. Wir zeigen nur Peace, weil das haben wir in den Livestreams immer so gemacht. Das war cool, weil dann waren wir irgendwie hier 30, 40 Leute und wir standen dann alle hier immer in der Ecke. Und das war noch Zeiten. Ach man, ich erinnere mich immer gerne an vergangene Zeiten. Ich meine, damals bei den Livestreams zum Beispiel habe ich ja schon mal die Story erzählt, wo angefangen habe ich mit den Livestreams mit 30 Zuschauern, was ich damals schon übelst krank fand, weil das eben... Ja, 30 Leute, das ist eine freaking Schulklasse. Und dementsprechend war das schon völlig surreal. Und wenn jetzt da teilweise 3000 Leute zugucken, dann denke ich mir auch immer, what the freaking, wo kommen überall diese Leute her? Oh, nee. Ja, du, ja, get down. Oh, da vorne ist einer. Warte mal. Nein, und dann trifft er mich. Wer war das? You eliminated? Ah, you were eliminated by Makan. Wenn ich dich finde, Bro. Das hätten wir, normalerweise habe ich immer die Taktik angewendet, dass ich nach hier oben gehe. Weil, wenn dann jemand hier nach oben kommt, kann man schon vorher die Bälle wegschießen. Und dann hat man das. Oh, da vorne ist ein... Oh, weggenatzt. Es sind noch drei Spieler übrig. Wo verstecken die sich? Der eine ist da. Da campt einer. Nee, der bewegt sich auch. Nee. Der laggt einfach. Ist es dieser Nissan? Nee. Da vorne. Hey, wo ist denn der dritte Spieler? Ach, da hinten. So, jetzt mach doch mal ein bisschen Ramble in the freaking... Jungle. Wie sagt man? Ramble? Nee, Rumble in the Jungle. So heißt das immer. Ich wollte schon gerade kurz überlegt. So. Na komm. Oh. Na komm, jetzt schieße ich noch endlich mal ab. Wir haben doch keine Zeit hier. Wir wollen ein bisschen was zocken. Wir sind hier nicht zum Kuchenessen hergekommen. Wo ich kann hier noch so ein Brotchip essen. Die sind echt lecker. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ist ja keine Werbung oder sonst was. Aber die sind voll lecker. Weil da sind so... Oh, Horse Race, hier. Werde ich jetzt aber nicht essen, weil ich das immer super unhöflich finde. Wenn man in einem Video irgendwas isst oder so. Komm. Das auch Horse Race finde ich richtig cool.
Vor allem, weil es auch einfach wieder mal so richtig, richtig schön gestaltet ist. Mit dieser großen Arena. Und momentan sieht es ganz gut aus. Komm, 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 komm. Immer schön Ideallinie. So. Zack. Das Problem war nur auf dem Server, dass es absolut gelaggt hat. Vor allem bei Horse Race, wenn der Server komplett ausgelastet war. Das war immer so das Negative. Und da habt ihr auch gerade schon Ruckler gesehen. Das war jetzt aber nicht irgendwie wegen Low Frames oder so, sondern es lag einfach am Server. So, komm schon. Sieht gut für uns aus. Wir müssen einfach weiter die fahren. Oh, guck mal, da oben sieht man auch. Na, wer ist er, der gute alte Wario? Der guckt aber ziemlich gemein, ey. Kommt jetzt hier irgendeine Falle oder was? Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Komm schon. Muss auch immer... Oh, ich dachte, das wäre eine richtige Barriere. Immer schön die Leertaste drücken. Kleiner Tipp. Dann seid ihr immer ein bisschen schneller. So, komm schon. Hier muss doch irgendwann mal das Ziel sein. Was ist das für eine lange Strecke? Komm schon. Ey, der eine ist aber nah dran. Das muss es sein. Komm schon, bitte nur eine Runde. Bitte nur eine Runde. Jawoll! Oh yeah. Oh yeah. Pete Dizzle, next to the Rizzle. Oh, direkt die andere Map, die wir schon mal gesehen haben. Vielleicht... Oh Mann, aber meine Dingens wird lahm. Mein Daumen. Einfach nur gucken, da die erste Kurve ist gleich eine Rechtskurve. Deswegen gut genommen. Hier ist es immer wichtig, dass es auch nicht laggt, weil bei diesen Kurven entscheidet sich meistens auch alles. Ich kriege gleich einen Krampf. So, auch hier wieder eine schwierige Kurve. Komm schon, aber elegant genommen. Ah, wir sind einfach... Vor allen Dingen, wie rastet denn unser Optifine Cape aus? Was ist denn da los? Optifine, schimmer deine Basis. Kann scheinbar mit dem Pferd nicht ganz so umgehen. Oh, vorsichtig. Und da vorne ist doch schon wieder das Ziel, oder? Oh, der Doppelsieg. Der Doppelsieg. Ja, oh, ich wollte schon gerade sagen, gibt es noch eine zweite Runde? Nee. Alles easy. Also Pferderennen haben wir auf jeden Fall gut drauf. Was ist das jetzt? Get hit by an arrow and you're out. Wow, das ist so ein One in the Chamber mäßig. Oh Mann. Ich und ein Bogen. Oh, oh. Jo, genau. Oh, wir haben aber keinen Pfeil mehr. Wo ist denn hier ein Pfeil? Da vorne hat er einen reingeschossen. Nein! Toll, er sammelt die immer auf. Aber treffen kann er nicht wirklich. Hey, willst du uns jetzt schlagen, oder was? Haha, meiner. Zack, get down! So, drei Pfeile haben wir. Fünf sind aber noch da. Oh, ich dachte, hier kann ich hochlaufen. Warum auch immer. Da oben ist einer. Zack. Da oben ist auch noch einer. Oh, oh, Mist. Pfeil verschossen. Oh, oh, da vorne, hier liegt einer. Da vorne ist er. Na, no, das war richtig knapp. Ist noch ein Pfeil. Hä, ich hab doch gerade deinen Namen gesehen. Da vorne. Oh, wir dürfen die Pfeile aber auch nicht so sinnlos. Nein! Ah, das war gut gemacht von ihm. Ossi Gecko. Ah, da waren wir zu statisch. Da hätten wir uns mehr bewegen müssen. Wo sind die letzten beiden? Aber wir haben mal ganz gut aufgeräumt. Und auch hier wieder diese Pixel Art. Das ist einfach, das ist schmackhaft. Also Yoshi. Greift er aber ins Leere. Gucken von der anderen Seite. Okay. Sieht cool aus. Ich weiß gar nicht, ich habe die Sounds leider gerade ein bisschen leise, zumindest für mich persönlich. Dass ich gar nicht weiß, ob hier auch direkt eine Musik eingespielt wird. Glaube ich aber nicht. So, könnt ihr euch jetzt endlich mal töten? Ihr sollt hier kein irgendwie Kaffeekränzchen machen. Da unten sind die beiden Schlawiner. Na komm. Gib ihm. Komm schon, Bro. Oh, oh, snap. Oh, wir sind wenigstens noch Dritter geworden. Das passt. So, mal gucken, das nächste. Ah, das hatten wir auch schon mal gesehen. So, komm schon. Der eine schreibt, dang, GG. So, wann geht's los? Jetzt. Okay. Müssen wir irgendwie versuchen,
jemanden auch den Weg abzuschneiden. Am besten dem. Hä? Er konnte da einfach durch. Wir sind noch mega weit vor ihm gelaufen. Oh, er hat jetzt aber eine ziemlich große... Der muss doch jetzt down sein. Und er läuft einfach jedes Mal da wieder durch. Ja, toll. Und wir kommen jetzt hier... Doch, wir kommen da vorne noch längs. Nice. Okay. Zack. Oh, oh. Yoshi. Don't you dare. Warte mal, wie weit komme ich? Doch, da komme ich noch durch. Okay. Ich will versuchen, mal so ein bisschen was zu sparen. Jetzt hier längs. Okay, es sind auch noch 4 Spieler da. Komme ich aber auch noch durch. Aber dann ist wahrscheinlich Ende. Okay, ich habe mir gerade mein eigenes Grab geschaufelt. Nein. Ich werde hier nicht mehr drehen können. Doch, ich kann noch einmal drehen. Aber da kommen wir einfach nirgendwo mehr durch. Nein! Nein, bitte nicht! Vielleicht irgendwie? So? Nein! 2. Platz! Okay, ist gekauft. Auf jeden Fall. Oh nein. Stop. Beziehungsweise Red Light, Green Light. Also es gibt ein paar Games, die sich auch mit Cytoxin überschneiden. Aber nicht alle. Das ist gerade das Nice, wenn man mal ein bisschen Abwechslung braucht. Go, go, go. Oh, das war knapp. Oh, ich muss mich richtig konzentrieren, deshalb bin ich auch gerade so leise. Komm, komm, komm. Jawohl, da ist das Ding. GG. Oh, und hier überschneiden sich die Games mal wieder. Ich würde mal sagen, das Game machen wir jetzt hier noch. Und dann habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick in diese Variante von Mario Party bekommen. Und könnt das gerne mal selber ausprobieren. Wie gesagt, die IPs müsste hoffentlich unten in der Videobeschreibung sein. Ansonsten einfach minecraftparty.com eingeben. Und dann, oh Gott, landet ihr direkt in einer Lobby. Könnt auch alternativ einfach /Lobby eingeben. Dann seid ihr in dieser Hauptlobby von diesem Server. Aber wenn ihr eben minecraftparty.com eingebt, dann seid ihr sofort eben in-game sozusagen. Also schon in so einer Runde drin. Oh, oh. Ey, das ist echt nicht so mein Game. Mal gucken. Oh, da ist einer einfach runtergebloppt. Oh, oh. Na, komm. Na, komm. Spring. Nein. Oh Gott. Okay, okay. Das ist easy. Hey. Hier an die Seite. Oder hier. Zack. Oh, Alter. Der hat aber schnell die Farbe geswitcht. Und perfekt. Damit verabschieden wir uns. Obwohl, wir warten nochmal das nächste Game ab. Ja, das hatten wir auch schon. Jetzt wird alles wiederholt. Wir machen /Lobby und hier landet ihr dann eben in der Lobby, die sich so langsam lädt. Und hier gibt es auch noch verschiedene andere Sachen. Könnt euch ja mal so ein bisschen umgucken, was es hier so gibt. DayZ habe ich hier noch nie gezockt. Ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Nun gut, Leute, wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Würde mich tierisch freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.